Ernsthaft. Was denn? Jetzt fängst du auch schon damit an. Hey! Willkommen auf meinem Beauty-Kanal! Ah, der Beauty-Kanal! Heute ist ein neues Beauty-Paket gekommen. Und damit begrüße ich euch zum neuen Loot Rider-Paket. November. Ja. Gut. Hi. Ja. Dani ist wieder dabei. Ja. Hoi. Und diesmal will er mir kein Paket in die Hand drücken, sondern muss ich mir mein Paket selber holen und das ist direkt vor mir. Achso, zum Paket. Ich bin erstaunt. Es ist nicht kaputt. Ich habe auch vorhin dran gerüttelt, es ist auf jeden Fall nichts Klirrendes drin. Aber irgendwas ist drin. Lass mich raten, es ist ein T-Shirt drin. Nein. Okay. Ein Fußabtritter. Das wäre sogar möglich. Hast du den eigentlich schon verwendet? Nö, du? Ja, der liegt im Schlafzimmer. Also nein. Irgendwie ein bisschen anders verpackt diesmal. Also entweder ist es ein größeres Paket oder ist es einfach nur als Schutz, dass sie sagen, wir hatten keinen Karton mehr, schmeiß rein. Zweimal. Bei dir ist das gleiche Spiel. Ich weiß. Hast du deins eigentlich? Ach nee, das ist das. Auch weißes, transparentes Klebeband. Das sieht so aus. Aber ich habe Löcher drin! Oh, also meins sieht unbeschädigt aus. Das kann man ändern. Ich mach's jetzt auf jeden Fall auf. Das ist ja eigentlich genau das, was ich. Das Video kommt jetzt ein bisschen später raus. Wir haben heute den 5. Also wird es vermutlich mal morgen raus. Oh Gott. Oh Gott. Kaputt? Nein. Okay. Es strahlt mich was Rotes mit einer weißen Schrift an. Ah. Ja gut, das Thema ist auch Superhelden. Geil. Also gefällt mir jetzt schon. Also wird es spätestens morgen am Nikolaustag wird's hochkommen, das Video vermutlich mal. Oh Gott, da ist alles rot. Auch dein. Ja. Ja. Was sonst immer schwarz ist und weiß einmal und ein graues haben wir jetzt in rot. Ah. Ich trage nur ja kein Rot. Okay. Auf jeden Fall wird das jetzt kommen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Pass auf, ich habe angefangen damit zu sammeln, gell? Ja, die Dinge, wo da oben stehen, ja, ich weiß. Diese. Pop- die irgendwas zeigt, dass da irgendwie so eine. Die funky Pop-Figur. Genau, das, wo was drin sein soll, ja. Ich hab ja, pass auf, ich zeig's gleich mal. Ich hab bis jetzt schon zwei Stück funky Pop. Dann ist er eh nicht raus. Ich weiß, mache ich auch nicht. Ich fange mittlerweile mit denen an zu sammeln und hab mir den Cap schon geholt. Ich würde so lachen, wenn das nochmal ein Cap drin ist. Nein, ist es nicht. Ah, oh, schade. Ja. Und das kennt. Ich kenn's. Ich find's super. Und jetzt zu meinem Cap. Oh mein Gott! Agent 13! Oh, nice! Allerdings! Wer war Agent 13? Keine Ahnung. Civil War. Civil War Agent 13? Oh Gott, wer war das? Civil War habe ich gesehen, aber wer war Agent 13? Weißt du, dass ich jetzt tatsächlich gerade auch überlegen muss, wer Agent 13 war? Aber die Dinger sind immer. Hier ist zum Beispiel The Avengers. Age of Ultron. Und der ist jetzt tatsächlich von Civil War. Civil War. Civil War. Ja, gute Frage, wer Agent 13 war. Ah, das ist die Blonde. Ach nee. Ernsthaft? Die hat blonde Haare. Die da. Wo ein Cap hilft. Das müsste doch die sein. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es war die, wo ein Cap hilft. Ich weiß, was ich nachher angucke. Civil War? Ja. Einfach nur deswegen, ne? Einfach nur deswegen. Die Figuren gibt's alle. Zumindest von der Serie her. Da ist auch Ant-Man dabei. Giga-Ant-Man, geil. 6 Inch groß. Es gibt immer diese normalen Figuren, die sind so 10 cm groß. Und dann gibt's diese Sonderfiguren. Auch hier ist dieser der Hulkbuster. Der Hulkbuster von, ist geil. Von Cap. Von Iron Man. Ja, ja. Und der ist auch 6 Inch groß. Also wie gesagt, es gibt immer so etwas größere Figuren. Ja, geil. Also die Agent 13 ist die, wo ein Cap da geholfen hat, die Blonde. Das ist die Tochter von der einen Agentin, wo sie begraben haben, wo gestorben ist. Ja, genau. Die, wo in Cap ausspielen genau. hat. Das war die Mutter von der. Ja, richtig. Die aus dem ersten Captain America Teil. Ja, richtig. Also Agent 13. Problem gelöst. Genau. Ein rotes T-Shirt. Ich ahne es. Ja, ich hab's schon gesehen. Ich ahne es. Und ich find's geil. Ich habe es gerade eben.
Was Großes, Rotes. Das willst du doch immer haben. Oh. Ich habe keine Ahnung, was... Jetzt bin ich neugierig. Aber ich auch. Carnage, wenn ich jetzt wüsste, was Carnage heißt. Mag, das ist eine Tasse. Aha. Tasse oder Kaffeebecher, ja, oder sowas. 16 OC, also was Größeres. Das war schon mal offen, oder? Aber nicht von mir. In Styropor eingehüllt, diesmal haben sie gelernt. Das ist einfach nur die Verpackung. Oh, oh, krass. Oh, fett. Das ist ja geil. Von Spider-Man, oder? Ja, ja, einer von den Spider-Man-Bösewichten-Varianten da. Der Venom war das. Venom ist schwarz normalerweise. Sag bloß, das ist kaputt. Nee. Styropor, was etwas härter war. Spider-Man-Gegner, wenn ich nicht alles täuscht. Ich glaube auch. Und ein richtig cooler Krug, muss ich sagen. Der ist richtig geil. Allerdings, also der gefällt mir. Den würde ich definitiv nicht mit auf die Arbeit nehmen. Na, um Gott. Nee. Einmal dagegen stoßen und kaputt. Ich werde ihn auch nicht wirklich nutzen, weil er hatte innen die Abbildung vom Kopf ist innen ja auch wiedergegeben. Ah, okay. Das bedeutet, da sammelt sich der Dreck recht gut. Ah, das kriegst du fast sauber. Und es ist, irgendwann setzt sich der richtig fest und du kriegst den einfach nicht mehr sauber. Der kommt einfach. Und ob der Spülmaschinen-Token hier schon eine andere Frage, ne? Würde ich. Muss mal was auf der Packung stehen. Gib mal her. Nicht für Kinder unter 12, Finger weg. Sag die richtige. Was? Hä? Ach, da steht so viel drauf! Ja, was? Kommt auf jeden Fall auch aufs Regal, wo die anderen zwei Marvel-Tassen stehen. Okay, ich habe keine Ahnung, ob es ist. Ja, ich tue es da jetzt auch gleich wieder rein. Eigentlich ist es schade, dass der Karton zu ist und nicht irgendwie mit einem Sichtfenster. Ja. Weil dann könnte ich ihn wirklich zu dem Regal stellen, wo die anderen stehen, um zu sagen, hey, so sieht das Ganze aus. Kennst du noch 13 Geister? Habe ich, glaube ich, nie gesehen. Ich auch nicht. Aber... Nee. Punisher. Das ist wer... Bisschen alt, hä? Ah, wieder altes Comic. Die ist von 2002. Bisschen alt. Aber es ist ein Marvel-Comic. Heute ist nur Marvel drin. War ja aus dem Mal, glaube ich. Irgendwas mit Superhelden oder Marvel. Ja, aber Superhelden kann ja auch DC sein. Aber da gibt es so wenig Bekannte. Punisher. Ich wusste gar nicht, dass der Punisher übrigens auch Marvel ist. Doch, das weiß ich. Ne? Genauso wie Blade. Ja, Blade ist Marvel, das weiß ich, ja. Punisher, das wusste ich. Nicht schlecht. Ich glaube, ich habe dich da gerade auf dem Bild gesehen, im grünen Kleid. Was? Das ist ein Arsch. Nein, ich habe keine Drähte am Hals. Das kann man ändern. Ich habe keine Drähte am Hals. Das ist so gemein zu mir. Ich weiß. Aber der hat Spaß dran, so wie es aussieht. Was Tränen im Kopf zu haben? Punisher. Ich habe Punisher nie gesehen, muss ich sagen. Was? Ja. Doch. Nein. Was? Nein, ich habe Punisher nie gesehen. Als war ein paar coole Szenen dabei, aber... Ghost Rider ja übrigens auch, ne? Ich kann das Ding jetzt nicht angucken. Ghost Rider? Ghost Rider auch. Ja, ja, ja. Wieder Werbung für Loot... Rider Shop. Loot Rider Shop. Da, wo ich auch meine GTA Rockstar-Dinger her habe. Hast du auch schon mal gesagt? EMP? Und ein EMP-Gutschein für 10%? 30 Jahre schon. Heftig, gell? Kaufe ich was bei EMP? Fang bloß nicht mit an. Die haben auch Funky Pop-Figuren. Und mit 10% Rabatt kriegt ihr ihn nicht. Behalte ich für mich. Hey, Funky Pop-Figuren. Ja, die Member-Karte will ich jetzt noch nicht angucken, aber ich habe hier noch ein Pappröhrchen. Sieht nach einem Poster aus. Aha, wir hatten schon mal sowas und da war Dragon Ball drin. Das da hinten? Man sieht's nicht, aber sie wissen's. Muss das sein? Ich habe gerade noch davon gesprochen. Dass es nur Marvel ist. Schon ist es DC. Naja, es ist nicht schlecht. Gut, Superman ist jetzt nicht so meins, aber hey, also hier ist cool. Es hat
Es ist recht groß, muss ich sagen. Aber es ist cool, dass da irgendwas auch mit drin ist. So ein Kloster. Ein Kloster? Ein Poster. Kloster dich nicht so auf. Ein Kloster. Ist cool. Gefällt mir auch. Ja, okay. Werde ich auch einen lamellieren lassen. Lamellin. Und werde es da auch an die Wand hängen. Warum nicht? Ist auch ein Superheld. Ja. Das war's. Okay, Video Ende. Ciao. Ciao. Ihr wisst, was es ist und ihr wollt wissen, was es ist für die Leute, die es nicht wissen. Und ich weiß garantiert, was es ist. Ich ahne es auch ja, schon. Weil es gibt Land nur, im Schwarzen und Weiß. Es gibt doch nur einen roten. Oh Gott, ja. Nee, es gibt mehrere rote, aber es gibt nur einen, der so ist. Oh Gott, ja. Ja. Oh ja. Gott, ja. Oh Gott, geil. Simpel, aber funktionell. Ja. 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 Keine Aufschrift, kein gar nichts, nur schwarz und weiß und das rote T-Shirt und man weiß sofort, wer es ist. Ja. Deadpool. Yay! Sehr nice. Auch der Film, sehr geil. Ich bin auf den zweiten Teil gespannt. Ja, allerdings. Ja, das war Loot November. Gab es Variationen? Ja, die Tasse. Okay. Entweder der rote oder der schwarze Vellum. Ich will den schwarzen. Sonst war eigentlich alles gleich. Gut, weißt du warum? Agent 13, die sind von S.H.I.E.L.D. direkt, deswegen war die nicht so bekannt wie die anderen. Ja, ja. Dingens. Aber trotzdem cool. Eine Figur weniger, die ich kaufen muss. Tja, so ist das. Coole Sache. Hat mir auch dieses Mal wieder gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wenn es dann im Dezember Weihnachtsloot gibt. Du meinst im Januar? Nee, das ist November. Ja, aber das ist im Dezember. Ja, ja, aber der nächste wird der Weihnachtsloot. Ja, aber nicht im Dezember, sondern im Januar. Vielleicht. Kommt ja. Nee, garantiert. Stimmt, es sind Feiertage dazwischen. Ich glaube, dass das im Januar kommt. Nun gut, ich verabschiede mich. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und schöne Festtage wünsche ich, weil wie gesagt, das ist ja jetzt am 6. hochgeladen worden. Bis dahin.